In diesem Video muss ich tatsächlich doch nochmal auf das Thema Angst und das Thema Liebe eingehen. Wir befinden uns derzeit weltweit in einer kollektiven Angst. Und es ist ganz wichtig, dass wir aus dieser kollektiven Angst rauskommen, rein in die Liebe. Angst ist die niedrigste Energiefrequenz, die es gibt. Die allerniedrigste. Und Liebe ist die allerhöchste. Das heißt, wenn wir uns zu einem sehr großen Teil in dieser Angstfrequenz befinden, dann befinden wir uns auf einer sehr, sehr niedrigen Frequenz. Wenn wir uns in der Liebesfrequenz befinden, dann befinden wir uns auf einer sehr, sehr hohen Frequenz. Und dazwischen ist unglaublich viel. Und es ist nicht leicht, von der niedrigsten Angstfrequenz in die höchste Liebesfrequenz hinaufzusteigen. Das hier ist alles gar kein Zufall. Überhaupt nicht. Ich habe das ja schon in vielen Videos gesagt. Wir haben es uns auch selbst zuzuschreiben. Wir alleine, jeder Einzelne von uns ist dafür verantwortlich, dass wir in dieser Situation sind. Und jetzt werden einige sagen, ja, aber ich nicht, denn ich mache alles richtig. In dem Augenblick, wo sie sagen, ich nicht, sind sie schon mit dafür verantwortlich. Es geht um uns alle. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir sind alle auf dem gleichen Planeten mit unterschiedlichen Aufgaben. Und es ist ganz klar, dass in dem Augenblick, wo mehr Menschen verstehen, was gerade los ist und alles dafür tun, in diese höchste Liebesfrequenz zu kommen und auch tatsächlich kommen, teilen ohne Hintergedanken, bewusst sind, Bewusstsein ist unglaublich wichtig. Erstmal das Bewusstsein, was findet eigentlich statt? Ich muss das Problem sehen, dann muss ich das Problem erkennen, dann muss ich das Problem wirklich benennen können und dann kann ich nach einer Lösung suchen. Ich habe ja schon oft erzählt, die Lösung ist halt nicht das gleiche Werkzeug, welches wir seit Tausenden von Jahren benutzt haben. Angst, Unterdrückung, noch mehr Kontrolle, Gewalt, Aggressionen. Das Werkzeug ist ganz einfach und es ist ganz anders. Es ist das Werkzeug der Liebe. Und es ist das wunderbarste Werkzeug, welches uns Gott, der Schöpfer, gegeben hat. Und wir haben die Chance. Jeder Einzelne hat die Chance. Versuchen Sie es einfach einmal. Versuchen Sie, Ihre Angst beiseite zu legen. Versuchen Sie, Liebe zu vermitteln und Nähe. Versuchen Sie, mit einem strahlenden Lächeln durch die Welt, durch die derzeitige Welt zu gehen. Sie werden ganz viel zurückbekommen. Es ist nicht einfach, es ist harte Arbeit. Es ist tägliche harte Arbeit, sich in diesem Liebesmodus zu begeben, raus aus der Angst, rein in die Liebe. Und ich will hier zum Thema Angst auch nochmal auf das Thema Überleben eingehen. Die meisten Menschen haben derzeit keine Lebensqualität. Es findet keine Liebe statt. Es findet nicht einmal Kontakt statt. Es finden keine Besuche statt. Es findet nichts statt. Menschen umarmen sich nicht mehr. Sie machen das mit einer Faust heute. Es ist irre. Statt sich zu umarmen in der Liebe, gebe ich anderen Menschen meine Faust. Das ist symbolisch. Diese Faust kommt übrigens auch aus einer ganz gewissen Art und Weise, sich zu begrüßen. Angefangen hat das in der US-Straßenszene unter den Menschen, People of Color, wie man sie jetzt nennt. Ich muss da ja ganz vorsichtig sein. People of Color oder Afroamerikaner, aber auch aus einer gewissen Szene. Nicht aus der Szene, zu der Obama gehört, sondern eher aus der Straßenszene. Da wird sich so begrüßt. Hey Bro, hey Bro. Das ist eine gewalttätige Geste. Es hat nichts mit Liebe zu tun. Es hat eher was mit Abneigung zu tun. Ne? Nicht zueinander finden, sondern so. Bleib mir bloß vom Hals. Komm mir nicht zu nah. Cool ist diese Begrüßungsgeste. Sehr, sehr, sehr cool. Aber sie hat nichts mit Liebe zu tun. Die Menschen sind in der Angst. Ich habe diese Woche natürlich auch mit meiner Mutter telefoniert und mit meiner Schwester. Meine Mutter ist 85. Und sie hält sich natürlich jetzt auch, sie lebt in den Niederlanden, von ganz, ganz vielen Menschen zurück. Sie hatte ein wunderbares, tolles, soziales Leben mit 85. Tagtäglich schwimmen in einem Hallenbad, mit ihren Freundinnen sich treffen, spazieren gehen, Bridge spielen,
Musik machen, musizieren gemeinsam, Kaffeekränzchen und, und. Dieses soziale Leben ist innerhalb kürzester Zeit von 100% auf 0% zurückgegangen. Keiner will sich mehr treffen. Ja, es gibt noch das Telefon. Man trifft sich nicht. Sie ist alleine. Sie hat ihre Kinder, die sie besuchen. Aber auch die halten Abstand. Einige. Mein Bruder muss Abstand halten. Meine Schwester vielleicht weniger. Aber es ist nicht mehr. Ihre Enkelkinder auch weniger. Die umarmen sie einfach, das weiß ich. Aber es ist einfach nicht mehr das Leben, welches sie hatte. Die letzten Jahre ihres Lebens überlebt sie. Hat keine Lebensqualität. Aber sie will natürlich 100 werden. Das hat sie mir erzählt. Sie hat mir erzählt, ich möchte 100 werden. Und wir sind irre geworden. Meine Schwester erzählte mir über viele Menschen, die im Ort, im kleinen Ort, an dieser Geschichte, an oder im Zusammenhang mit dieser Geschichte gestorben sind. Und sie ist sehr kritisch. Und sie hat mir das auch erzählt und sagt, ich sehe da Alter 100 Jahre, 95 Jahre, 90 Jahre. Sie arbeitet übrigens in der Pflege und kann auch aus erster Hand berichten. Es sind Menschen, die sehr, sehr alt sind. Und ja, der Tod ist nicht schön, diese Erde zu verlassen, zumindest aus der Sicht, so wie wir erzogen worden sind. Mit Angst vor dem Tod. Und dann ist es nicht schön. Und es ist überhaupt nicht schön, wenn man weiß, ich muss diesen Körper verlassen, ich muss die Menschen, die ich liebe, verlassen und womöglich muss ich mein wunderbares Haus, meinen Garten und meine ganzen Besitztümer in meinem Haus, die muss ich verlassen. Das ist nicht schön. Der Gedanke daran ist nicht schön. Aber wir sind durchgedreht. Wir wollen 100 Jahre werden. Bald übrigens, bald, es wird uns ja auch versprochen, in ungefähr 10 Jahren sind wir Transhumanisten und dann leben wir vielleicht 1000 Jahre. Juhu, juhu. Aber wir sind dann keine Menschen mehr. Das kann ich Ihnen versprechen. Es geht um die Seelen. Es geht natürlich um die Seelen. Wir haben solch eine Angst vor dem Unbekannten. Es ist uns so viel Angst eingeredet worden, dass wir nicht mehr bereit sind zu leben. Lebensqualität zu haben. Wir lassen das alles zu. Ja, wenn wir nur 100 Jahre alt werden, 50 sind wir jetzt, die nächsten 50 Jahre sitzen wir halt zu Hause, ängstlich und gehen nur noch mit dem Läppchen im Gesicht raus. Aber wir werden 100 Jahre alt. Das hat man uns versprochen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Wir sind aber bereit, dem Glauben zu schenken, weil wir so viel Angst haben. Angst davor zu sterben. Die Angst davor zu sterben verhindert uns tatsächlich am Leben und verhindert uns schon mal ganz sicher daran, das zu tun, weshalb wir auf dieser Erde sind. Es ist ein kollektiver Egoismus und es ist eine kollektive Ignoranz. Wir sind auf dem dunklen Planeten und wir haben ihn selber so gemacht. Wir sind jetzt meiner Meinung nach wirklich in dieser Phase gekommen, wo wir sagen, es wird knallen und es wird knallen 2021. Das steht fest. Es wird auch noch mehr gespalten. Denn es werden immer mehr Menschen aufwachen und die sagen, nein, wir wollen wieder leben. Wir wollen wieder eine wunderbare Lebensqualität und wir sind auch skeptisch. Und diese Menschen werden natürlich dafür sorgen, dass alles anders wird. Deswegen, es ist alles wunderbar. Aber wir müssen etwas tun. Wir müssen bei uns selbst anfangen. Und das tun immer mehr Menschen. Bewusst werden. Raus aus dieser kollektiven Angst. Rein in diese kollektive Liebe. Ich merke es hier. Sehr, sehr viele Menschen sind sehr bewusst und sie lieben sich. Es wird geteilt und es ist wunderbar. Und ja, es gibt auch viele arme Menschen hier, aber teilweise auch Menschen, die sich dazu entscheiden. Wie gesagt, meine Lieblingsmenschen kann man nicht so sagen, aber zurzeit Lieblingsmenschen, die Maya-Indianer. Sie leben sehr bescheiden, sehr einfach. Sie haben alles im eigenen Garten. Sie haben das Wasser aus der eigenen Chenotte und sie machen den Honig selbst. Sie haben alles, was sie brauchen. Und sie wissen, dass jetzt die wunderbare Zeit anfängt. Sie gehen strahlend und lächelnd und freundlich durch die Straßen. Und die Kinder tatsächlich, die sind schmutzig. Die setzen sich in eine Pfütze, die trinken Wasser aus der Pfütze. Wie die Tiere, wenn man so möchte. Aber das ist das natürliche Umfeld. Das ist die Natur. Das machen sie natürlich nicht in der Großstadt, sondern hier im Dschungel. Und wenn sie sehen, dass die Pfütze auch klar ist. Die Kinder wissen, was zu tun ist. Es geht um die Seele.
Sie erfüllen ihre Aufgaben hier auf Erden. Und wir müssen wirklich anfangen, über uns nachzudenken, über das, weshalb wir hier sind. Raus aus dem Zug in die unbekannte Ferne, rein in den Zug, der uns sagt, wohin es geht. Das ist wirklich eine ganz wichtige Aufgabe. Wir müssen bei uns selbst anfangen und nicht bei den anderen. Nur wir selbst können uns retten. Und es werden immer mehr. Und deswegen ist es so wunderbar.